hiermit ein herzliches Willkommen beim Tuxer. So, hier wäre der Zukunftstuxer, denn was ist passiert? Ich habe vergessen, eine vernünftige Einleitung zu machen zu meinem heutigen Video. Ja, worum geht es heute in meinem Video? Ja, in meinem Video geht es heute um Debian 11, Klammer auf, um Debian 12. Und zwar möchte ich auf einer echten Maschine Debian installieren. Und ja, dazu habe ich ein Video jetzt schon gedreht, was ihr gleich im Anschluss sehen werdet. Ich werde in diesem Video Schritt für Schritt darauf eingehen, wie man Debian installiert auf einer echten Maschine, nicht auf einer virtuellen Maschine, und euch dort den ganzen Installationsprozess mit begleiten. Und Sinn und Zweck dieses Videos ist es halt eben, es einmal wirklich live an einer echten Maschine zu zeigen, und natürlich auch möchte ich bei der Gelegenheit alle aktuellen Pakete mit installieren. Also geplant war ursprünglich, dass ich den Testing-Zweig einschlage, und bei der Installation hat sich hinterher herausgestellt, schwupps, ich bin auf einmal im SID-Modus. Aber das wäre eben mein langfristiges Ziel gewesen, von Testing auf SID umzuswitchen. Ich denke mal, es werden unterm Strich mehrere Teile geben. Ich gehe mal von 2 bis 3 Videoteile aus. Im ersten Teil geht es eigentlich nur um die reine Installation, welche Pakete ich aktiviert habe, wie ich vorgegangen bin, und das Ganze mit der Mini-Installation, also nicht mit der grafischen, sondern mit diesem Net-Installer, nenne ich das mal. Da kann man sich so ein Mini-Easy runterladen von der Homepage von Debian. Weil gerade dieser Net-Installer, der ist ja ein bisschen umstritten, weil er auch so grafisch natürlich nicht ganz so toll ist. Mögen ihn viele halt eben nicht, er bietet aber dennoch einige Vorteile. Zum Beispiel, dass man da viel mehr Möglichkeiten hat bei der Installation. Und also mir sagt das wesentlich mehr zu als diese grafische Installer. Ja, und im zweiten bzw. gegebenenfalls auch im dritten Video gehe ich dann auf die einzelnen aktuellen Pakete drauf ein und möchte gleichzeitig so einen kleinen Vergleich zu Ubuntu machen, weil Ubuntu eigentlich mein Produktivsystem ist, was ich schon seit etlichen Jahren verwende, um einfach mal so aufzuzeigen, wo ist jetzt genau der Unterschied, was die Aktualität der Pakete angeht, was vielleicht bei der Installation anders ist, was an der Konsole vielleicht anders ist. Da sind mir schon so ein paar Sachen aufgefallen, weil ich das Ganze schon mal getestet habe in einer virtuellen Maschine. Und da möchte ich so ein bisschen auch gegenüberstellen. So, aber das wäre dann wirklich noch Zukunftsmusik. Jetzt geht es erstmal los mit Teil 1, mit der reinen Installation von Debian 11, Klammer auf, Debian 12, als Testing-Version, / als SID-Version. Ja, ich würde sagen, viel Spaß dabei. So, bevor es losgeht, werde ich erstmal das passende ISO-Image von der Debian-Seite herunterladen. Ja, den Link, den blende ich euch mal hier unten ein, beziehungsweise schreibe euch den unter die Kommentare. Ich muss auf der Debian-Seite auch erstmal mich so ein bisschen durchwühlen, ja, wo man diesen ganz normalen, klassischen Debian-Net-Installer bekommt. Und ja, das habe ich hier gefunden. Auf dieser Seite, Daily Image AMD 64 Daily/Netboot, genau den möchte ich haben. Und hier wähle ich die Mini ISO aus. Ja, es geht eigentlich relativ schnell, hat auch nur 69 MB, also ein ganz kleines Image. Das packe ich dann auf einen USB-Stick. Ich denke mal, das ist selbst erklären, wie das funktioniert. Da muss ich euch ja nicht zwingend mitnehmen, beziehungsweise ich kann es halt trotzdem einmal ganz kurz zeigen, einfach mal eingeben, Startmedienersteller. Da haben wir ihn. Genau. Ich hatte schon das Image gefunden, beziehungsweise ich habe hier mehrere noch auf meinem Laptop. Und ja, USB-Stick ist es nicht drin. Ja, einfach einen USB-Stick reinstellen, Startmedium erstellen, weiß nicht, 2 Minuten warten und schon ist der Stick fertig. Ich denke mal, das bekommt ihr auch, ja, ohne Videoführung hin. Ich würde sagen, ich melde mich mit meiner Außenkamera wieder. Bis gleich. So, Linux-Freunde, heute werde ich auf meinem alten Acer-Laptop versuchen, Debian zu installieren. Und zwar die neueste Version. Debian 12 ist es aktuell. Ja, mit allen schmutzigen Paketen, so nenne ich es einfach mal. Das heißt, mit Non-Free soll drauf, Contrib. Ja, und das Ganze als SID. Das ist jetzt mein Plan, inwiefern das funktioniert, das werde ich jetzt testen. Kurz 2 Sachen zu meinem Laptop. Das ist ein Acer.
Das war eben aufklappen. Hierbei handelt es sich um einen Acer aus dem Jahre 2014. Ja, mit folgenden Komponenten, sage ich mal. Intel Inside, also mit einem i5 und einer Nvidia-Grafikkarte GeForce 750. Mal ganz kurz gucken, was hier noch so drauf steht. Ursprünglich war mal als Betriebssystem Windows drauf, aber das ist schon lange nicht mehr der Fall. Was gibt es noch zu sagen? Die Festplatte hatte ursprünglich mal 1000 GB als HDD, aber ich mittlerweile umgerüstet auf, ich meine, 250 GB SDD. Und 8 GB RAM ist immer noch aktuell. Für den allerschlimmsten Fall habe ich hier noch ein LAN-Kabel. Das packe ich erstmal zur Seite. Ich versuche das direkt über WLAN. Dann habe ich jetzt hier noch einen Monitor, den ich anschließen möchte. Das werde ich mal eben machen. So, Debian ist überspült auf den USB-Stick. Jetzt kommt der große Augenblick. Jetzt werde ich den USB-Stick dementsprechend in den Laptop hineinstöpseln. Laptop auf. Und los geht's. Ich wähle die ISO aus, die Mini-ISO. Hier wähle ich den ganzen normalen Boot. So, und hier beginnt's. Ich wähle jetzt hier Advanced Option. Dann gehe ich auf Expert. Also ich habe das Ganze schon mal in der virtuellen Maschine getestet, deswegen weiß ich so ungefähr die Schritte. Ob das jetzt auf einer echten Hardware funktioniert, das teste ich jetzt. So, hier wähle ich Choose Language. Hiermit fange ich an. So, dann nehme ich als erstes natürlich Deutsch oder German, auch gut. Nochmal Deutschland bestätigen. Also im Endeffekt muss man sehr viel einfach nur bestätigen. Hier wähle ich immer DD als Gebietsschema. So, hier wären wir DE, DE. Space-Taste, Tab-Taste, Enter. Ja, das lasse ich auch auf UTF-8. Es kommt Access Software. Ich glaube, das muss man nur bestätigen. Genau, und dann springt er sofort auf die nächste Kategorie über. Tastatur konfigurieren. Das kann man eigentlich auch einfach so bestätigen. Deutsch Netzwerk erkennen. Schon bin ich im nächsten Menüpunkt. Netzwerk erkennen. Jetzt wird es interessant. Jetzt wollte er eigentlich meine WLAN-Karte und meine Netzwerkkarte erkennen. Okay, er ist einfach weitergesprungen. Dann passiert das im nächsten Step. Netzwerk einrichten. Ja, hier schlägt er mir vor eine Wartezeit von 3 Sekunden. Das sollte, denke ich mal, auch reichen. Ansonsten erhöhe ich die. Ja, jetzt erkennt er, meine ich. Ah, ich mache das Ganze nochmal. Ja, und schon hat er auch meine beiden Netzwerkkarten erkannt. Einmal die LAN-Karte, das ist die obere. Das stimmt sogar vom Eintrag her. Und die Wireless-Karte stimmt auch. Das hat ja schon mal super geklappt. Ich drücke Enter. Natürlich über WLAN möchte ich das machen. Hier erkennt er die ganzen Netzwerke. Das bestätige ich. Verschlüsselungsprinzip bestätige ich auch. Jetzt werde ich nach dem Passwort gefragt für meinen WLAN-Router. Das geben wir mal eben ein. Drücke auf Weiter. Das kann einige Zeit dauern. Okay. Derzeit trinke ich meinen Kaffee. Ist fehlgeschlagen. Gut, muss ich doch das LAN-Kabel nehmen? Ich habe den Fehler gefunden. Ich habe versucht, mich hier bei meinem Nachbar einzulocken. Das kann nicht funktionieren. Ich muss natürlich mein WLAN-Netz suchen. Das habe ich jetzt getan. Ich gebe wieder das richtige Passwort ein. So, und jetzt sollte es auch funktionieren. Ja, jetzt ging es ruckzuck. Netzwerk automatisch einrichten. Ja. Wartezeit 3 Sekunden. Ja, ist okay. Bestätigen wir. Was macht er jetzt? Er konfiguriert. So, was möchte er jetzt von mir? Geben Sie einen Rechnernamen ein. So, ich nenne das ganz einfach Debian. Ich überlege gerade, ob ich noch was da dranhängen soll. Sit-Testing. Ja, ich weiß es noch nicht, was es wird. Einfach mal Debian. Weiter. Domainname ist... Ja, ich mache das mal hier weg.
Das kann man, meine ich, auch noch später machen. Also mehr als ein lokales Netzwerk werde ich damit, glaube ich, eh nicht machen. Insofern passt das schon. Jetzt wird interessant. Spiegel-Server für Debian-Archive wählen. Das habe ich auch so bestätigt mit HTTP. Deutschland ist, denke ich mal, klar. Jetzt wird es interessant. Ich habe meine virtuelle Maschine das hier genommen, deb-debian.org. Das hat super funktioniert und deswegen nehme ich das wieder. Hier klicke ich auch einfach nur auf Weiter. So, jetzt wird interessant. Bullseye Stable auf jeden Fall nicht. Entweder Bookform Testing oder SID Unstable. Ich versuche mal Testing. Installer-Komponenten herunterladen. Enter. So, hier kann man sich noch einige Module aussuchen. Ich habe jetzt in der Tat sogar ein paar Module gewählt. Da sind auch noch einige Treiber dabei. Ja, ich habe die gewählt, wo ich der Meinung bin, die könnten nützlich sein. Zum Beispiel, nein, das nicht. Das habe ich genommen. FDIST habe ich genommen. Ein schönes Windows-Tool aus alten Zeiten. OpenSSH habe ich genommen. Gparted habe ich genommen. Das habe ich nicht genommen. Genau, und die Soundmodule habe ich genommen. Den habe ich, glaube ich, auch noch genommen. UDF könnte vielleicht interessant werden, wenn man irgendwie CDs brennt, meine ich. Habe ich zwar nicht vor, aber okay. Mausmodul, damit auch alle meine Mäuse funktionieren. Master Boot Racket. Ah, das sollte auch so funktionieren. Ja, einen Rest, denke ich mal, brauche ich nicht. Ich klicke dann mal auf Weiter. So, Benutzername und Passwörter einrichten. Na, hier muss man so ein bisschen aufpassen. Shadow-Passwörter nutzen, mal eben lesen. Shadow-Passwörter machen Ihr System sicher. Sicher ist immer gut, deswegen bestätigen wir das Ganze einfach mal. Genau, jetzt wird es interessant. Also Root möchte ich nicht. Ich möchte mich nicht als Root einloggen, sondern als ganz normaler Benutzer. Wie heiße ich denn? Ich bin der Tuxer. Nochmal Tuxer. Passwort. Weiter. Nochmal das gleiche Passwort eingeben. Ah, habe ich mich nicht vertippt. Also jedes Mal, wenn ich nichts sehe beim Tippen, vertippe ich mich. Aber hat funktioniert. Uhrzeit einstellen ist auch selbsterklärend. Bestätigen. Das bestätigen wir auch. Berlin passt auch. Jetzt kommt Festplatte erkennen. Jetzt ist aber, glaube ich, interessant. Nee, beim nächsten. Die Erkennung sollte ja funktionieren. Genau, Festplatte partitionieren. Das wird jetzt interessant. Hier werde ich auch ein paar Änderungen vornehmen. Geführt? Nein. Ich mache das Ganze mal manuell. So, wie man hier sieht, ist hier schon einiges drauf. Hier muss man aufpassen, dass hier wäre jetzt, die beiden Partitionen wären jetzt hier am USB-Stick. Das ist uninteressant. Swap ist sogar schon drin. Genau, ich lösche mal erstmal alles. Ich fange nochmal von vorne an. Erstmal löschen. Löschen die Partition? Ja. Oh, er löscht sofort. Weil sonst werden erstmal alle Aktionen gesammelt und dann als Bündel abgearbeitet. Okay, jetzt in dem Fall wird jeder Schritt einzeln bearbeitet. Okay, das ist natürlich auch eine super Funktion. Lese ich hier gerade, Partition wird mit Nullen überschrieben. Das heißt, dass der Löschvorgang, also wirklich auch ein Löschvorgang ist und dann wirklich nichts mehr drauf ist. Das finde ich natürlich erstmal sehr gut. Der Schritt hat funktioniert, das hat in der Tat sogar ein paar Minuten gedauert, weil das war nämlich der intensive, ja, Löschvorgang, so nenne ich es einfach mal. Jetzt fragt er nochmal nach, löschen, die Partition löschen. Ja, die Partition will ich löschen, ich will alles weghaben. So, das hätten wir schon mal frei. Das gleiche mache ich jetzt mit den anderen Partitionen auch. Das ging jetzt sogar schnell. Löschen, das machen wir auch, löschen. So, jetzt haben wir eine ganz leere, freie Festplatte zur Verfügung, die wir uns so zusammenstellen können, wie wir es haben möchten.
240 GB oder 240,1 GB stehen in dem Fall für mich zur Verfügung. Das sollte reichen. So, wie gehe ich da jetzt vor? Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Also automatisch will ich das nicht machen. Ich will das manuell machen. So, dann sagen, muss erstmal überlegen, wie wollen wir die Festplatte aufteilen. Ich denke mal 40 GB fürs Wurzelverzeichnis sollten reichen, weil allzu viel Software wird da nicht drauf kommen. Das wäre dann primär. Position der neuen Partition wäre am Anfang. Passt. So. Ich möchte aber kein X4, ich möchte ButterFS oder B-Tree. Genau, was haben wir noch zur Auswahl? Ja, ich nehme B-Tree. Partition formatieren? Nein. Vorne da, ich mache mal ja. Ich glaube, die ist, in dem Fall geht das glaube ich auch gar nicht anders. Einhängeoption, das lassen wir als Standard. Name kann ich noch vergeben. Das wäre praktisch, wie soll man es nennen, Wurzel. Ich nenne es mal Wurzelpartition. Einfach mal nur Wurzel. Wurzelparty. Das ist ein schöner Name, ne? Wurzelparty. Ja, so machen wir das. Weiter. So. Was haben wir dann? Bootfleck, blutfähig markieren. Das muss ja eigentlich bootfähig sein, ja. Löschen von dieser Partition. Was muss ich jetzt wählen? Anlegen der Partition beenden. Ja, das sieht doch ganz gut aus, ne? Das gleiche machen wir hier auch nochmal. Neue Partition. Genau, jetzt haben wir noch 200 GB insgesamt zur Verfügung. Ich brauche auch noch ein bisschen Swap. Deswegen ziehe ich einfach mal hier 8 GB ab. Ich wähle den Swap immer so groß, wie mein Arbeitsspeicher ist. Also 8 GB weniger. Das wären dann 192. Ich überlege gerade, ob das richtig ist. Wegen dieser Umrechnungszahl 1024. Aber ist egal. Das kommt ja jetzt auf den, das kommt auf den Krümmel nicht drauf an. Da sagen wir ihn logisch, ist klar. Ja, am Anfang. So, und das soll natürlich auch ButterFS haben. Formatieren, natürlich. Home ist richtig. Einhängeoption, Defaults lassen wir. Name, ich bleibe mal bei Deutsch. Heimfährzeichnis, also Heimfähr. Richtige tolle Namen habe ich hier, ne? Bootfähig braucht das jetzt nicht sein. Ja, anlegen und beenden. Da habe ich die restlichen 8 GB noch. Und das soll dann Swap werden. Irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Logisch. Warte mal, irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Nochmal 8. Freien Speicher automatisch. Nein, nee, ist richtig. 8 GB, gut, ist dann logisch. Ah ja, hier. Und jetzt muss ich hier eben sagen, Swap. Wo haben wir Swap? Ach da. Auslagerungsdatei. Perfekt. Und hier müssen wir nichts mehr machen. Das lassen wir das lassen. Und anlegen. Ich würde sagen, optisch betrachtet sieht das erstmal sehr gut aus. Was haben wir? Ein primäres Laufwerk. ButterFS als Root. Als Wurzelverzeichnis. Und dann Home-Verzeichnis. Habe ich dann als logisch und Swap ist auch logisch. Ist Swap logisch? Ja, müsste passen, ne? So, und dann, warum habe ich hier kein Weiter? Hä? Wie komme ich denn jetzt hier auch weiter? Hey, hallo? Jetzt muss ich doch irgendwie weitermachen. Ach, hier unten sind, also das sind auch noch Menü-Eintragungen. Änderung an dieser Partition rückgängig machen? Nein. Partitionierung beenden und Änderung übernehmen. Ja, das möchte ich machen. Hier kommt nochmal eine Zusammenfassung. Änderung schreiben, aber natürlich. Sind Sie sicher? Ich war mir noch nie so sicher wie heute in meinem Leben. Erzeugen des Butterfly-System für Home. So, was möchte er jetzt? Ach, da war schon. Da ging jetzt rucki zucki. Jetzt kommt ja Basissystem installieren.
Ich denke mal, das wird einen Moment dauern. Ich melde mich dann wieder, wenn es soweit ist. So, das ging jetzt doch relativ schnell. Jetzt werde ich gefragt, welchen Kernel ich benutzen möchte. Ich möchte natürlich den neuesten vom neuesten haben. Was haben wir denn hier zur Auswahl? Linux Image RT AMD 64. Also den schlägt er mir auf jeden Fall vor. Oder den 6er. Ich möchte auf jeden Fall den 6er haben. Also einen unsignierten möchte ich nicht. Cloud brauche ich auch nicht. RT, bin ich ehrlich, weiß ich gar nicht, was das ist. Ich nehme den 6006. Alle verfügbaren Treiber. Nur. Nee, ich möchte alle Treiber haben. Wie gesagt, ich möchte mir eh so ein schmutziges System aufbauen. Also so aktuell wie möglich möchte ich das halten. Ich möchte mit Testing beginnen und später dann auf SID umswitchen. So ist zumindest mein Plan. So, jetzt kommt der Paketmanager. Da sagen wir einfach mal Enter. Non-Free verwenden, aber natürlich. Deswegen installiere ich überhaupt Debian. Ich möchte Non-Free haben. So, was möchte er jetzt wissen? Paketdepots für Quellpakete in apt aktivieren. Ja, aber natürlich. Das ist für mich eigentlich logisch. So, ich habe mir das gerade mal in Ruhe durchgelesen und jetzt bin ich doch ein wenig verwirrt. Weil wenn ich das jetzt richtig verstehe, habe ich jetzt nochmal die Möglichkeit auf SID umzuswitchen. Weil wenn ich jetzt hier nur bei den Sicherheitsaktualisierungen bleibe, dann wäre ich ja auf dem Testing-Zweig. Und wenn ich sage Release-Updates, dann müsste ich ja eigentlich schon im SID-Zweig sein. Und rückportierte Software wäre für mich ja Backports. Ne? Also, entweder verstehe ich das jetzt hier falsch. Also, wenn das hier bleibt, bin ich bei Testing. Hier wäre ich bei SID und hier wäre ich dann bei Stable mit Backports. Also, oder ich verstehe das falsch. Also, das untere will ich auf jeden Fall nicht an. Jetzt überlege ich gerade nur Sicherheit oder ich mache, komm, ich aktiviere mal alles. Achso, man kann sogar alles aktivieren. Boah, dann machen wir das und aktivieren wir mal alles, ne? Gucken, was passiert. Gucken, was für ein System ich jetzt bekomme. So, Software auswählen und installieren. Jetzt kann ich bestimmt mich entscheiden, ob ich GNOME oder KDE haben möchte. Keine automatischen Updates? Nee. Wie jetzt automatisch installieren? Ja, mach mal ruhig. Ich meine, das hätte ich bei der virtuellen Maschine auch so gemacht. Beziehungsweise, als ich es getestet habe, habe ich damals, meine ich, nur diese Release-Updates gewählt. Gut, wie dem auch sei, ich mache das einfach mal so. An Paket Verwendungserfassung teilnehmen. Ja, auf jeden Fall, das mache ich. Klar gibt man einen Datenpreis, keine Frage, aber ich sehe das mal so. Ich bezahle für Debian gar nichts und dann kann ich wenigstens mit ein paar Informationen bezahlen. Also das bin ich dem Debian-Projekt auf jeden Fall schuldig. Ja, das wird so viel Zeit und so weiter investiert von so einer freiwilligen Gruppe, die im Endeffekt das eigentlich, ja, ich behaupte mal für low oder für wenig Geld machen. Und genau, deswegen bin ich gerne bereit, damit ein paar Informationen rauszurücken. So, und außerdem kommt auch noch hinzu, wenn ich jetzt meine Lieblings-App preisgebe, so ist zumindest mein Gedanke, dann wird das ja irgendwo eine Statistik dann erfasst und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es aus den Paketquellen rausfliegt, natürlich geringer. Ob das wirklich alles so stimmt, was ich jetzt behaupte, weiß ich nicht. Aber zumindest ist das jetzt so meine Idee. Gut, ich mache jetzt hier erstmal weiter. Ich kann mir jetzt entscheiden, ob ich GNOME haben will, ob ich FCE haben will, ob ich KDE haben oder ob ich sogar beides haben will. Also nach meiner Erfahrung macht es wenig Sinn, mehrere Desktop gleichzeitig zu installieren. Dann wird alles strubbelig. Ich weiß nicht, ob Debian das besser im Griff hat, wenn man es über diesen Weg macht. Aber prinzipiell würde ich mich immer nur für eine Oberfläche entscheiden. Ich bin absoluter GNOME-Fan und nehme dementsprechend auch GNOME. Ich möchte später einen SSH-Server einrichten, aber ich überspringe jetzt trotzdem. Ich möchte das später manuell machen. Oh, das kann jetzt dauern. 1367 Pakete. Ich würde sagen, ich mache die Kamera aus und melde mich in 1 Minute 34
Wann auch immer, ich melde mich dann gleich. So, er ist fertig. Es hat vielleicht, weiß nicht, 5 Minuten gedauert, schätze ich mal. Mal schlecht zu schätzen, sowas, wenn man hier auf die Uhr schaut. Gut, er möchte jetzt den Group Loader installieren. Das machen wir doch glatt. Ah, ich sehe gerade, meine Kamera ist auf Weitwinkel eingestellt. Ich hoffe mal, dass die Aufnahme jetzt was wird. Ich bitte dies zu entschuldigen. Den Group Loader auf dem primären Laufwerk installieren. Klar, das macht am meisten Sinn. So, von Hand eingeben, nö, das traue ich ihm schon zu, dass er es alleine schafft, ohne meine Hilfe. Auf den USB-Stick macht nicht so wirklich Sinn. Ich nehme die Festplatte. Den Group in einen EFI-Wechseldatenträger erzwingen, nö. Ich brauche nicht zwingend EFI. Ich hoffe mal, funktioniert auch so. Installation abschließen. Oh, war es da schon? Was möchte er jetzt? Systemzeit ist gut. Ja, mach, was du willst. Was will er jetzt? Bitte wählen Sie weiter, um den Rechner neu zu starten. Bingo! Das war's schon. Das ging ja so relativ schnell. Ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut. Ich habe auch zwischendurch mir einen Kaffee geholt. Deswegen kann ich gar nicht so genau sagen, wie lange es gedauert hat. Oh, mein USB-Stick ist noch drin. Den ziehe ich mal eben aus. Mal eben einen Neustart. USB-Stick schnell rausziehen. Und jetzt kommt der große Augenblick. Ich dachte schon, da wäre Group-Fehler. Super, ich habe Debian drin. Also Schritt Nummer 1 hat schon mal funktioniert. Ich wähle Debian aus. Was anderes ist eh nicht drauf. Und jetzt kommt der große Augenblick. First Strike auf einer echten Maschine. Debian auf einer echten Maschine installieren. First Try. Sieht schon mal gut aus. Okay, ist immer gut. Solange da nichts Rotes ist, links in der Ecke, bin ich schon zufrieden. Ja. Login-Fenster erscheint auch. Ich bin der Tuxer. Ja, das stimmt sogar. Gehe mein Passwort ein. Halt, stopp. Bevor ich jetzt Enter drücke, schließe ich erstmal meine Maus an. Kennt ihr, ne? Einfach hier rein. Den Sender und Empfänger. Funktioniert sofort. Ich gehe auf das Zahnrad und ich sage ihm natürlich, Gnome unter Xorg. Klassisch nicht, sondern ganz normales Xorg. Ich drücke Enter. Mal gucken, was passiert. Jetzt bin ich mal gespannt. Wow, klasse. Das sieht klasse aus. Der Monitor. Mal gucken, ist der Monitor an? Nein, der Monitor ist aus. Ich mache den mal jetzt an. Und simsalabim. Es funktioniert. Ja, ich würde sagen, ich werde jetzt OBS sofort installieren und melde mich dann direkt wieder von OBS.